Einen Podestplatz hatte Christoph Hafer fest ins Visier genommen. Dass es dann zur Bronzemedaille bei seinen ersten Olympischen Spielen gereicht hat, ist für den Bobfahrer aus Bad Feilenbach bei Rosenheim und Anschieber Matthias Sommer der bisher größte Erfolg. Natürlich mega schön. Tatsächlich muss ich sagen, so angekommen bist du nicht ganz, dass wir jetzt wirklich Bronzemedaille in der Hand haben. Ich meine, jetzt wenn man gestern nimmt den Tag, waren wir auf Platz 4, da waren wir noch, ich glaube, 500stel oder 1/10 waren wir noch weg. Die anderen Jungs haben natürlich auch Gas gegeben, aber es hat gereicht und natürlich sind wir mega glücklich. Hinter dem Sieger Francesco Friedrich fuhr das bayerische Team Johannes Lochner aus Berchtesgaden und Florian Bauer aus München auf Rang 2. Noch nie konnte eine Nation die ersten drei Plätze in einer olympischen Bobdisziplin gewinnen und gebührend feiern. Also bei uns war eigentlich der Großteil in Berchtesgaden im Hotel Edelweiß. Da gibt es so ein sogenanntes Kufenstüberl. Und da haben sich eigentlich so alle eingefunden, die heute Bock aufs Rennen hatten und uns mit uns führen wollten. Es waren relativ viele und ich glaube auch, die sitzen immer noch. Ich muss die Weltcup-Saison nehmen, da haben wir es einmal aufs Podest geschafft, haben zwar zahlreiche vierte Plätze. Mein Wunsch ist natürlich immer, dass man eine Medaille mit nach Hause nimmt, wenn man schon zu den Spielen fährt, aber dass es dann wirklich klappt hat und dass man gestern gesehen hat, wir waren wirklich dabei. Ja, ist einfach überragend. Im Vierer haben alle deutschen Bobfahrer die Chance auf Medaillen oder sogar auf die Wiederholung des historischen Dreifachtriumphs.